Hallo zusammen, jetzt schauen wir an, nämlich wie wir der Unterwasserwelt, die wir jetzt gestaltet haben. Also könnt ihr auch schauen, um euch inspirieren lassen, wenn ihr es kopieren könnt. Am Schluss hat es einen Link. Aber wir wollen jetzt ein bisschen Leben einhauchen. Und zwar fangen wir mal an mit dem Big Fish, also mit dem großen Fisch. Und wir wollen, dass es sich einfach zufällig bewegt, dass es bewegt sich zufällig. Machen wir das da rein. Und damit es auch noch ein bisschen aussieht, als ob es sich würde bewegen, machen wir da noch, drehe dich. Da kann man da random einschreiben. Also das heißt zufällig 90, also 90 Grad. Und dann tut er das ausführen. Dann, also soll bewegt sich schon. Jetzt tun wir natürlich vom kleinen Fisch mal als erstes Beutebeziehung herstellen. Und zwar, wenn man das kleine Fisch vom großen Fisch gegessen wird. Also machen wir, wenn man neben mindestens einem kleinen Fisch ist, wenn man großer Fisch ist, kann natürlich auch zwei sein. Dann tut dich löschen. Also mache ich mindestens eins, damit halt, wenn zwei neben dran sind, er sich auch löscht. Aber wir wollen natürlich, dass er nicht immer gefressen wird, dass da kann man dann auch ein bisschen dran spielen. Und dann machen wir eine prozentuale Wahrscheinlichkeit von 70%. Das war Beutebeziehung. Das heißt, wenn jetzt ein großer Fisch neben einem kleinen Fisch ist, wird er aufgegessen. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wenn der kleine Fisch neben einem anderen kleinen Fisch ist, dass sich dann vielleicht ein Baby entwickelt. Und zwar machen wir das wieder mit neben. Und dann machen wir jetzt das, das heißt, also mit einem, also mindestens einem, genau einem kleinen Fisch. Und eine prozentuale Wahrscheinlichkeit. Mache jetzt nicht eine relativ kleine. Machen wir 0,5. Dann machst du eine neue. Einen neuen Fisch unter dir. Wir werden natürlich, dass das sich auch noch bewegt. Also machen wir auch, bewege dich zufällig. Und auch wieder der Befehl von vorher drehe ich random, also zufällig, 90 Grad. So, das war eigentlich das ganze Programmieren. Wenn ihr jetzt am Ganzen noch ein bisschen mehr Leben einhauchen wollt, zeige ich euch noch schon bei den Algen, was hier noch programmiert worden ist. Und zwar, wenn man das die Algen aufgegessen werden von den Fischen, aber halt auch nicht jedes. Und dann tut sich das löschen. Ah, und es tut sich auch vermehren. Also Algen tut wachsen. Und die bewegen sich. Also sobald eins hergestellt wird, wird es irgendwo ankommen. Und der Befehl da ist, dass es einfach ein bisschen drüllt. Und wir können das Ganze mal laufen und sehen da. Also es bewegt sich da ein bisschen. Da werden die großen Fische von den kleinen Fischen die Kleinen auf den großen Fisch aufgegessen und das Gras geht weg. Ich kann natürlich überall hier an der Wahrscheinlichkeit der Traum spielen. Also vor allem hier, die zwei sind spannend. Und dann nochmal schauen, was passiert. Viel Spaß beim Ausprobieren.